Servus, grüßt euch und hallo, der DJ Nick heißt euch wieder ganz herzlich willkommen auf Kanal 4000 zu einer neuen Folge von Transportfieber 2 in Bayern. Ja, genau an dieser Stelle sind wir das letzte Mal stehen geblieben, außer, genau, den Bildschirm haben wir auch noch gehabt. Wie ihr seht schon, wir müssen ein paar Sachen austauschen und ich darf jetzt sagen, bevor wir uns nochmal unseren Zug in Passau anschauen, beziehungsweise noch auf die Gleise setzen, weil ich glaube, da fährt er noch gar kein Zug. Machen wir erst einmal schnell das, dann haben wir es nämlich gemacht. Also schauen wir uns das mal an. Ja, es sind jetzt die Maschinen-LKWs, die haben alle Minus, weil die zu wenig befördern können. Okay, dann schauen wir uns das jetzt einmal an. Maschinen sind eigentlich da. Hat der einen dabei? Der hat 17 Maschinen dabei. Okay. Der hat gar nichts dabei. Der hat auch 17 Maschinen dabei. Also. Da stellen wir natürlich jetzt schauen wir zum Beispiel die Fahrzeuge verwalten. Was haben wir da? 6 Fahrzeuge. Das ist natürlich ein Unsinn. Wir werden auf 3 kürzen. Werden unsere 40 Tonnen nehmen, damit das auch noch was ausschaut. Können wir die eigentlich das ist jetzt Fahrzeug 15 oder wird verkauft? Ach, okay, ist was verkaufen wir alle? Die werden auch verkauft. Das ist mir jetzt, ob die Maschinen drin haben. Das Geld haben wir dann eh gekriegt für die Maschinen. Okay, gut. Und die 3 werden ersetzt. Durch, was nehmen wir denn? Ja, unsere 40 planen und da machen wir noch was. Da machen wir sogar noch was. Damit die nicht leer fahren, das müssten wir doch eigentlich einstellen, oder? Ah, das. Doch, Moment, freilich, das geht in der Route, geht das. Das ist die Route, oder? Ah, das ist die Route und war die Maschine. So, München Abzweigung, das ist der Bahnhof. Vollladen einer Fracht. So, und dann müssten die eigentlich warten, bis die hier einfach vollgeladen sind. Und dann warten die halt. Und dann sind die voll und gut ist fertig. Das testen wir mal ganz kurz. Und wir müssen auch schauen, weiß ich gar nicht, wie viele Maschinen bringt man da noch her. Ja, also das ist, kann schon noch mehr sein, sagen wir mal so. Gell? Da müssen wir dann noch mal was mit unseren Holztransporter machen. Ja, es liegt echt am Holz. Schauen wir uns jetzt auch gleich an. Also erst eins am anderen. Eins nach dem anderen. Der müsste ja jetzt hoffentlich voll beladen werden, oder? Irgendwie schauen die schon viel cooler aus, gell, die LKWs, wie die alten Hunde. Oh, der packt ganz schön was weg. Okay, gut. Schaut also gut aus, der andere muss einfach warten, bis dann der Zug daherkommt. Okay, also eins am anderen, sonst mache ich jetzt wieder. Also, dann haben wir hier Würzburg und Bamberg die Busse. Echt, in Bamberg sind die auch schon so alt, das sage ich jetzt mal, gell? Gut, dann bringen wir uns mal ganz hinauf in den Norden nach Bamberg. Wie viele Busse haben wir da? 3 Busse. Alles klar. Da warten eigentlich nur viele Leute am Bahnhof, aber nicht an den Busstationen. Der Bus voll? Nein, nicht mehr annähernd. Dann nehmen wir nur 2 Busse. Einer wird verkauft. Jawohl, die anderen ersetzen. Gut, alles klar, erledigt. Und dann noch die Würzburger Busse. Dann bringen wir uns doch mal dahin. Gutes Programm. So, was haben wir da? Es sind insgesamt 5. Da warten ein bisschen mehr Leute. Da warten auch ein paar Leute. 8.
War auch. Hier. Dann jetzt nicht so früh. Und da haben wir auch noch eine Station. Zwei, okay. Vier, fünf Stationen, fünf Busse. Naja, ich glaube, vier reichen. Dodala. Und dann sind wir da wieder, dann haben wir hier noch mittelmäßig, was ist der älteste? 28, der Personenverkehr München nach Rosenheim ist das, okay, unsere allererste Linie. Also gut, bring uns da mal hin, das würde man auch gerne noch anschauen, aber das macht keinen Sinn, den Rosenheim, ja, da wo ich, es bleibt dabei, die Leute reißen sich leider nicht aus Rosenheim nach München zu fahren, warum auch immer. Also das ist sehr überschaubar. Da wird es also auch ein Regionalzug, das wird es überhaupt nicht bringen, weil der kostet uns viel zu viel Geld. Wo steht er? Hast du jetzt schon eingeladen? Na, er lädt jetzt ein. Wir haben also 26 Leute gewartet. Ja, 26 Leute, das bringt natürlich nicht viel. Was haben wir denn zur Auswahl? Ja, leider immer noch die gleiche Auswahl. Es kommt nicht mehr so viel dazu. Die kostet 2,1 Millionen im Unterhalt. Das ist viel zu viel. Die kostet 1,1 Millionen im Jahr und kostet Komposition 3 Millionen. Das geht nicht. Das können wir, kostet 2 Millionen. Das ist auch zu teuer. Das kriegen wir nie finanziert. Ja, das ist echt verrückt. Okay, was machen wir denn da mit so kleinen Linien? Die werden jetzt noch 5 hier hergestellt, dann gibt es das eh nicht mehr. Da haben wir also überhaupt gar keine andere Möglichkeit mehr. Und das geht ja schon gleich gar nicht. Also da müssen wir uns was überlegen. Ich weiß ja nicht. Schauen wir mal. Das lassen wir jetzt noch laufen. Ich bin unschlüssig. Ich würde mir nämlich ganz gerne jetzt zuallererst mal schnell jetzt hier unsere Züge aufsetzen. Wir haben ja noch überhaupt gar keine Züge fahren. Und schauen wir mal. Also da wäre ja eventuell die Möglichkeit eben, dass man da... Der muss auch bald ausgetauscht werden, dass wir da einen Regionalzug über Land zu direkt nach Passau fahren lassen. Und ich glaube, das machen wir auch, das probieren wir einfach aus. Ja, also jetzt pass auf. Dann machen wir das jetzt anders, damit uns die Passagiere auch nicht verloren gehen. Tauscht man da mal auf den Pendlerzug, ersetze 13 Millionen, ja, das kostet ja wahnsinnig Geld, aber gut. So, und das ist München-Landshut. Dann gib uns mal München-Landshut und da werden wir also jetzt noch die Haltestelle Passau hinzufügen. Stelle hinzufügen. Oberpassau. Das war es eigentlich schon, dann müssen wir da überhaupt nichts machen. Und dann ist nur noch die Frage, was machen wir mit Deggendorf? Kaufen wir auch da einen Regionalzug? Sind wir so mutig? Ja, das machen wir jetzt einmal. Also, dann na, machen wir zuerst die Linie. Machen wir zuerst die Linie. Also, dann haben wir neue Linie, grün. Personenverkehr, die Nummer, wo sie jetzt gleich vorne, schauen wir mal schnell. 13, 14. Also, Personenverkehr 14 von lala, wo sind wir? Landshut nach Deggendorf, oder? Ja, stimmt. Stimmt, gut gemacht. Ja. Landshut Deggendorf. Stationen hinten. Oder la. Ja, das ist schon Strecke. Also ich denke, da
Kannst du schon ein Regionalzyklon? Dann schauen wir mal, wie viele Leute aus Deggendorf fahren. Fahrzeuge kaufen. Wir kaufen einen Regionalzug komplett neu. 19 Millionen. Ah, ja, geht, geht. Müssen wir uns ja überhaupt gar keine Sorgen machen. Haben wir ja einen Haufen Prüfer. Also, Sordala. Dann sollte er da rauskommen. Ja, super. So schnell. Okay. Und so schnell haben wir das Problem gelöst. Wunderbar. Dann hoffen wir mal, dass die Leute die Bahn fahren. Mach jetzt nicht, ich schalte mal ganz kurz auf schnell, damit sich da ein bisschen was vorwärts geht. Einmal. Da kommen unsere Busse. Der was dabei? Nein, der fährt auch noch nicht mal Leute hier in der Gegend rum. Okay. Naja, da warten zumindest schon mal die ersten Leute. Er hat ja eh nur zwei Stationen. Schon wieder ein neues Flugzeug. Ah, Moment einmal. Ah, ganz kurz stopp. Ganz kurz stopp. Es gibt. Neue Kesselwagen. Brauchen wir jetzt eine neue Rungenwagen, offene Güterwagen, okay, alles neu, 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 neu. Brauchen wir nicht. Aber was ich gesehen habe, eine neue Trambahn gibt es. Sehr schön. Eine moderne neue Trambahn. Wir haben das neue Jahrtausend erreicht. Schaut euch das an. Ist es nicht toll? Also, gut. Das lassen wir jetzt einmal fahren. Das werden wir dann schon sehen, wie das mit dem Plus-Minus läuft. Denn da war ich schon sehr interessiert, da mal nach, schauen wir mal hier in München langsam fahren. So, da la. Machen wir mal ein hier in die Stadt München. Lass mal hier die Trambahn fahren lassen. Wie schaut es denn da aus mit der Trambahnlinie? Zeig uns mal bitte die Trambahnlinie, macht um wir da überhaupt gewinnen. Ja, ganz unten. Ganz unten machen wir zwar nicht viel, aber immerhin. Und die Trambahnen sind gut besucht. Ist halt die Frage, ob wie viel waren das jetzt? Sind das jetzt 1, 2, 3, 4, 6 oder wie? Haben wir das gesehen? Schauen wir uns mal genauer an. Sechs Fahrzeuge, vielleicht langer 5. Ich glaube, dass uns da 5 gelangen, oder? Ja, also denke ja. Okay, die ist zumindest voll. Wie alt sind denn unsere Trambahnen? Mittelmäßig, okay. Wir haben leider die Fahnen irgendwie nicht den richtigen Intervall. Das ist irgendwie ein bisschen blöd, aber gut. Ich überlege, ja, ich denke, also 5 sollten reichen. Ja, jetzt machen wir das einmal, auch wenn die erst mittelmäßig sind. Und sogar ein bisschen weniger mitnehmen. Okay. Und die braucht sogar länger zum Laden. Aber kann ein bisschen schneller fahren dafür. Machen wir jetzt einmal. Mal schauen wir uns das einmal an. Ja, aber schaut schon cool aus, gell? Voll cool. Super. Also gefällt mir gut. Sehr schön, alles klar, haben wir das auch erledigt. So, jetzt gehen wir mal ein bisschen in Anführungsstrichen durch unsere Dörfer tingeln und dann mal schauen, wie es ausschaut. Ob denn alles auch schön brav läuft. Ah, heute halt genau, jetzt hat das Holz wollte ich noch machen. Das brennt man auch so. Also ehrlich war. Wir bringen zu wenig Holz hierher. Das war eigentlich die Schlussfolgerung. Stahl hat der immer genug, der hat leider viel zu wenig Holz. Also viel zu wenig Bretter.
Und die Bretter, aber er bringt doch fast alle Bretter mit. Also liegt es daran, dass wir wirklich zu wenig Holz haben. Und die Holztransporter sind aber immer voll und wir schauen da oben aus mit unserer. Und da geht auch noch viel mehr eigentlich. Also der lädt das auf. Naja, das war diese Geschichte, dass die so lang brauchen und so langsam sind. Da könnten wir noch einen dritten Zug einrichten. Wenn wir hier ein Ausweichgleis machen. Das ist leider, obwohl es kann man gerade so hingehen, die Hälfte, das ist leider nicht ganz die Hälfte der Strecke, aber okay. Das probieren wir jetzt einmal. Wir verdienen nur Geld, wenn wir auch versuchen. So, also, dann machen wir jetzt einmal hier. Ein relativ langes Ausweichgleis. Ist das lang nur? Oh. Moment hin. So. Gut. Dann stellen wir wie immer unsere Signale auf. Oder? Gut, dann machen wir kurz einmal Pause, dass sie die dann nicht ins Gehege kommen. Und dann sagen wir also noch einen. Cargo, da kann man jetzt auch die ganzen einnehmen. Schauen wir mal, was kommt der mitnehmen? 13, der kommt mit 20, okay. Oh, okay, der kostet auch fast doppelt so viel, aber an Unterhalt. Ja, Moment, da fällt mir jetzt gerade was ein. Da fällt mir jetzt gerade was ein. Das machen wir jetzt mal noch nicht, denn wir werden was anderes machen. Wahrscheinlich war die Ausgleichsdecke jetzt ein Schmarrn, aber das macht nichts. Wir werden. Er hat 8. Wir werden nicht ersetzen, sondern ändern. Wir hängen dem in ihm die 8 weg. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. So, dann haben wir da eine höhere Kapazität. So schaut's aus. Und dann bringen wir mehr Holz an. Können wir jetzt bei dem nicht machen, weil das war jetzt so schmal, weil der voll ist. Jetzt warten wir mal schnell. Gut, machen wir mal kurz auf schnell, dass der da ordentlich hochkommt. Schauen wir mal. Und dann müssten die doch eigentlich logischerweise mehr Holz herbringen. Irgendwie logisch, oder? Okay, so. Jetzt ändern. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Und damit fahren die auch logischerweise schneller. Oh, der ist eh alt, da haben wir es gerade richtig erwischt. Aha, die Lok. Ist es. Tauschen wir die auch noch gleich aus, wenn wir sein. So, wie viel nimmst du mit?
Nimmst du das alles mit? Nein, das passt alles. Okay. Was hast denn du für einen Zustand? Ah, wir haben wir gerade ausgetauscht. Ah, blöd. Okay. Dann warten wir da jetzt noch. Muss jetzt auch nicht sein. Wie sich das verändert. Ihr wisst doch, was ich hinaus will. Die müssten jetzt eigentlich schneller und mehr transportieren. Dann sollten wir mehr Holz dran schaffen. Mal einstecken. Cool. Ziemlich cool. Okay. Schauen wir mal. Aha. Dann schaut es schon anders aus. Dann nimmt der schon wesentlich mehr mit 120. Jetzt weiß ich leider nicht mehr, was der Aldi mitgenommen hat. Ist ja auch nicht so wichtig. Okay, das beobachten wir. Ich denke sogar, nach denen gehen wir nur zwei Anhänger mehr hierher. Aber okay, gut, lassen wir es mal. Dann lassen wir alles Ausweichgleisen stehen. Sehr gut. Alles klar. So, jetzt schauen wir mal, wie schaut es denn aus mit unserer Deggendorfer Linie? Aha, da tut sich schon was. Alles klar. 30 Leute in Passau wollen da schon fahren. Wo ist denn unser Zug? Hallo? Da kommt er. Oh, okay. Und der ist voll. Wunderbar. Da haben wir jetzt wieder das Problem, der fährt also beim Rückweg, fährt er ja praktisch durch Decken, durch Landshut durch und fährt nach München. München, das ist dann München. Landshut. Was? Ah, Mist. Zurück. Zurück. Vor zwei. So. München. Was? Ausschreiben. Okay. Okay. So. Also ihr wisst, was ich meine. Er fährt wieder dann eben, bleibt zwar zweimal stehen und fährt aber dann auf dem Rückweg durch. Jetzt ist die Frage, wenn da keine Leute warten, ist das okay. Wenn da aber Leute warten, ist das ein Schmarrn. Da warten schon einige Leute und der ist noch nicht einmal angekommen. Also dann machen wir das wirklich anders. Linie verwalten. Dann kommt also noch dazu wieder ja, Moment, nicht Landshut-Abzweig, sondern so, da, da, genau. Gibt es schon wieder eine neue Trambahn? Was ist da los? Nummer 6, nicht wie, ist doch nicht elektrisch. Wollt ihr da auf ein anderes Gleis fahren und das ist nicht elektrifiziert? Kann aber eigentlich gar nicht sein.
Wo ist das Problem? Jetzt eine Pause machen oder ein Weg elektrisch. Aber gut. Und das hat er in dem Moment gemacht, wo wir jetzt hier. Verstehe ich jetzt nicht. Fahrzeuge melden folgende Probleme. Kein Weg elektrisch. Aber das ist doch irgendwas vergessen. Doch alles verdrahtet. Nach München muss ja alles verdrahtet sein, der ist ja vorher da auch schon gefahren. Das ist also seltsam. Stehe jetzt echt nicht. Bin jetzt gerade überfragt, wo das Problem ist. Er kann doch da einfach mal aus Versehen irgendwo was gelöscht oder so. Nein, das ist doch alles infiziert. Der mag nicht weiterfahren. Aber ich verstehe im Moment nicht, warum. Also, sorry, verstehe ich gerade nicht, warum. Macht aber nicht so viel. Jetzt machen wir erst einmal Schluss für heute und ich schaue mir das jetzt offline kurz einmal schon an. Ich denke, das Problem werden wir gleich lösen. So schwer, da wäre ich schon drauf gekommen. Irgendwo ist ein kleiner Hund. Ich sage aber auf alle Fälle Dankeschön wieder fürs Zuschauen und das nächste Mal bauen wir wieder. Also versprochen, jetzt haben wir ja wieder einiges wirklich klar Schiff gemacht und auch unser Fahrequipment ist ja jetzt wirklich hervorragend und wir sehen hier ganz viele dunkle Zahlen, also da müssen wir uns jetzt auch mal drum kümmern. Die roten Zahlen, das nehmen überhand. Die roten Zahlen nehmen überhand und das gefällt mir eigentlich gar nicht. Da haben wir viel zu viel rote Zahlen. Auch wenn wir ganz, ganz viel blaue Zahlen haben. Wie wir hier sehen, wir haben auch ganz viel rote Zahlen. Wollt man noch nicht. Müsste man okay. Ganz klar. Und wir haben noch zwei, drei Städte zum Anbinden. Regensburg zum Beispiel fällt uns noch über Ingolstadt. Auch das machen wir schon. Machen wir noch. Danke fürs Zuschauen, sagt der DJ Nick auf Kanal 4000. Herzlichen Dank. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Danke. Servus. Pfiat euch.